Ich glaube, dass es umgekehrt. Ich glaube, dass es noch besser ist, derjenige fährt jetzt hinein. Wenn der jetzt hineinfährt, stell dir deine eigene Fahrweise vor. Du fährst dort eine, ignorierst ein Schild, fährst dort dann herum, illegalerweise noch in der Wohnstraße vielleicht hinein und fährst dort drinnen herum und komm nicht über den Ding und musst dann den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ich weiß nicht, ob der noch ein zweites Mal fährt. Ich glaube, der Lerneffekt ist sogar ein besserer. Schon, aber es gibt es sehr viele mit VO und DE-Kennzeichen, ne, die diesen Weg benutzen. Ob die alles. Ja, gut, da ist die Frage, ob die Lesen gern vermagen. Ja. Gut, noch eine Frage, bitte. Eine Frage. Die ÖVP hat einen Radweg in Liebach herausgegeben. Ja, das ist ein Fehler. Ja, und da bin ich schon vorher gefragt worden, ob der Radweg entlang der Backer Bundesstraße nicht durchgehen wird, weil da fehlen zwei oder drei Stücke. Und zwar vom Kreisverkehr oben bei der Volksschule bis herunter zum Robert-Schmidt-Platz ist nicht gekennzeichnet. Ist dort keine Bürgersein. Also von da weg, da fehlt von der Volksbank bis zum neuen Kreisverkehr. Ja, von der Volksbank bis zum neuen Kreisverkehr fehlt es, weil die nicht für die erforderliche Breite haben. Den gibt es tatsächlich nicht, weil wir ja nur die Grundstücke abgehört haben und das Stück fehlt tatsächlich, da hast du recht. Ja. Das Stück zwischen beiden, das fehlt. Und die Frage ist auch gedacht, wenn die Leute jetzt mit dem Fahrrad zum Friedhof fahren wollen, muss er diese. Müsste er diese Umwelt. Ja, oder er fährt dort das Stickel, so wie es überall ist, müssen wir dabei den Ausgang auf der Straße. Ja. Okay. Aber das Problem ist, ich habe leider fixe Vorgaben. Das ist ja auch so, nur damit man das auch versteht, einmal, warum manche Dinge so lange dauern. Ich bin ja für solche Gedankenfragen dankbar, weil zum Beispiel da drüben, der Gehsteig da auf der Seite dauert ja so lange, weil wenn du dann endlich die Grundablösen hast und auch die Bäume erhalten möchtest, dann zwingt dich die RSVO, oder wie heißt die Straßendingsbums, dass du, wenn du dann als Ausgleichsmaßnahme einen Sockel machst und der Besitzer eine Bank drauf machen will, musst du noch einmal 25 cm abdrücken. Diese 25 cm wollten wir uns aber eigentlich sparen, weil das wieder aufs Wurzelwerk der Bäume geht. Jetzt wird es dort auf der Seite tiefer, das Fundament, und du musst es mit einem Fenstersturz oben überbauen, damit man diese Bäume wieder da retten. Da sind wir wieder im Delirium, im Dilemma, sage ich einmal, im Delirium. Retten wir die Bäume oder schaffen wir einen Fahrradweg? Beides Umweltmaßnahmen, aber was ist jetzt mehr wert? Es ist immer schwierig und es gibt genau von den zuständigen Kommissionen und Sachverständigen, auch in Richtung Landesregierung, wird null Toleranz. Es gibt kein Millimeter Abweichung von solchen Vorschriften. Und es gibt keinen, der da mal mit Hausverstand agiert. Leider. Also jetzt auch zukünftig zwischen Volksbank und Neue. Das ist die Frage, wir können uns das noch einmal anschauen, ob wir dort auch noch einmal ablösen zusammenbringen. Es sind halt ziemlich viele neue Mauersockeln und ziemlich viele Dinge, die das Ganze sehr verteuern würden. Alles, was wir jetzt machen haben können, wo einmal möglich ist, heißt nie, dass wir am Ende sind. Wir können immer noch was besser machen. Zweite Frage, ich schon mal gesagt, Staubschnittabfuhr, habe ich heute mit. Und zwar. Es wird vereinbart, dass die Strauchschnittabgabe weiterhin auf die Kläranlage Liebach möglich ist und dass das Material von der Firma UMS von der Kläranlage Liebach zur Kompostieranlage der Firma UMS kostenfrei befördert wird, und zwar jetzt aus dem Abwasserverband für etwaige Manipulationen wie Strauchschnitt, Aufbereitung und Liebach keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren wird seitens der Firma UMS fertig Kompost in der erforderlichen Menge für Kleinabnehmer der Kläranlage Liebach zur Verfügung gestellt. Wer oben eine Karte lösen möchte, kann das auch machen. Das heißt, es gibt beide Varianten. Wer oben eine Karte löst, kann es machen auf seine Kosten, wer es weiterhin zur Kläranlage führen will, kann es weiter zur Kläranlage führen. Da hätte ich dann aber, wenn es weiterhin bei der Kläranlage unten im Liebhof ist, die zwei Tage, also Freitag und Samstag am Vormittag, sind ein bisschen, also sind nicht ganz, ganz benutzerfreundlich, ob man nicht einen Tag am Nachmittag. Gibt es ja die Möglichkeit mit oben, weil oben kannst du es, wenn es die Karten löst, der nur ein Karteneinsatz ist quasi mit den 20 Euro für 2 oder 30 Euro für 2 Euro. Das ist nicht gedacht daran, dass man in Liebach am Nachmittag einmal zwei Stunden. Das würde natürlich die Kostensituation wieder verschärfen. Das ist im Moment vom Abwasserverband nicht vorgesehen, der dafür verantwortlich ist. Wir können es aber gern und natürlich wir können das aber in der nächsten Abwasserverbandssitzung gerne nochmal diskutieren. Ich kann das am Nachmittag, weil sehr viele können nicht. Bist du im Abwasserverband? Ja, du kannst das. Merkst du dir das? Das nächste Mal. Okay. Danke. Ich werde es versuchen. Ja. Ich hätte noch zwei Fragen eigentlich. Besonders der Verbindungsweg zwischen
Bahnhof Schadendorf und am Kriegs wieder befahrbar. Das ist über die Dammkrone vom Retentionsbecken. Ja, dadurch, dass jetzt in den Baumaßnahmen, jetzt in dem Bahn, in dem Stopp, von, wo die Eisenbahn nicht fahren darf, die einzige Möglichkeit ist, dass 800 Rohr, was die Entwässerung vom Rückhaltebecken dort ist, zu vergraben, sobald das vergraben ist und das oben wieder hergestellt ist und dann auch der Weg abgeflacht. In dem Zuge haben wir gleich, weil es viele Beschwerden gegeben hat, dass das zu steil ist, machen wir auch gleich diesen neuen Weg wieder flacher. Sobald das, kann ich nicht sagen, es wird in den nächsten paar Wochen wird das wieder fertig sein. Paar Wochen? Ja. Wie genau, kann ich es nicht festlegen, wir haben so viele Baustellen, die Baufirma macht eines nach dem anderen. Bevor ich mich jetzt auf ein Datum festlege, dass da nicht stimmt, sage ich in den nächsten paar Wochen. Zweite Frage, Parkenpreis neu, Bahnhof Schadendorf, da war ich bei der letzten Sitzung das Thema, ne? Wir können nichts machen, weil da noch der Mais steht, mittlerweile ist der Mais... Die Wasserrechtsverhandlung hat am Mittwoch diese Woche stattgefunden und wir warten jetzt auf den Bescheid, dass wir das dort errichten dürfen und sobald der da ist, dürfen wir dort quasi das Niveau erhöhen, einschottern und den Parkplatz errichten. Trotzdem, dass wir das der GKB übergeben haben, braucht man die ganze Bürokratie. Ja, dadurch, dass das Wasser braucht man auf jeden Fall, weil ja dort das so tief ist und die Autos, die dort jetzt drinnen stehen, quasi illegalerweise, die würden in einem Falle von einem Hochwasser ja dort weggeschöpft. Und wir haben genau den Plan anpassen müssen. Das heißt, man fährt ein Stück weiter oben hinein und das Ganze muss dann niveauartig erhöht werden und unter muss ein Durchlauf sein, dass wenn, sollte dort ein Hochwasserereignis sein in dem Fall, in dem Bereich, dass dann unter das Wasser trotzdem mit der Abflusssituation zurechtkommt. Das ist diese Woche am Mittwoch verhandelt worden, wir warten nochmal auf den Bescheid. Das heißt, was gibt es auf dem Zeitfenster für die Fertigstellung? Ich gehe davon aus, dass der Bescheid heuer noch kommt und dass wir das auch noch einmachen können. Das ist mein Wunsch. Harren wir der Dinge, bis Sie den Bescheid haben. Bitte schön. Noch eine Frage? Gut, das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Tagesordnung und darf um drei Erweiterungspunkte bitten, die sich kurzfristig ergeben haben, und zwar heute in der Früh ist die Energie Steiermark da gewesen und wir haben diese Beschlüsse alle schon gefasst, nur haben wir diese Beschlüsse gefasst mit anderen Grundstückseigentümern und für die Eintragung im Grundbuch, weil sich das ja in der Zwischenzeit geändert hat, von den Privaten teilweise zur Gemeinde bzw. KG müssen wir die Beschlüsse neu fassen, sonst sind sie nicht eintragungsfähig. Also das ist nichts Neues, sondern nur eine notwendige Ergänzung. Und deswegen bitte ich um Aufnahme des neuen Tagesordnungspunktes 5. Vereinbarige Energienetze für ein Grundstück. Wer damit einverstanden ist, bitte jetzt eine Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Ich stelle den Antrag, den Tagesordnungspunkt 6 aufzunehmen. Wer damit einverstanden ist, Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. Und den Tagesordnungspunkt 7, eben wieder Energienetze, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke. Somit die nicht öffentlichen liegen gleich vor. Wer mit der Erweiterung 9 einverstanden ist, bitte mein Zeichen zustimmen. 10. 11. Und 12. Passt alle einstimmig. Dankeschön für die Aufnahme. Willkommen zum Tagesordnung. 1. Genehmigung und Fertigung des Protokolls vom 10.09. Es hat keine Einwendungen gegeben. Und ich darf die Schriftführer bitten, wenn es jetzt keine gibt, um eine Unterschrift. Tagesordnungspunkt 2, Vereinbarung gemäß § 35 Absatz 3 StFWG mit Gemeindemittelbeschaffung und der Freiwilligen Feuerwehr Lieburg zur Bündelung übergebenden Baulichkeiten
Einrichtungen, Geräte und sonstigen Gegenstände der Allgemeine Liebhoff in Verbindung mit § 19 Absatz 1 und 2 der VRV 2015. Da geht es um nichts anderes, wie dass wir jetzt quasi doppelt unter Anführungszeichen buchhaltungspflichtig werden. Und die neue VRV, die da vorliegt, hat zum Grunde, dass wir eine Vereinbarung schließen müssen mit der Feuerwehr, indem sie eben über die Gebäude verfügen. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Ja, Anmerkungen bitte zu machen, dass die Feuerwehr sehr stolz ist, dass sie jeweils bei dem Zukauf von den Feuerwehrautos 80.000 Euro beigespart haben. Also das soll man vermerken und auch würdigen. Bei zwei Autos. Ja? Genau. Gibt es sonst noch eine Wortmeldung? Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegende Vereinbarung für die gemäß § 35 Absatz 3 des SFGs mit Gemeindemitteln beschaffen und der Freiwilligen Feuerwehr Liebhoff zur Benutzung der jeweiligen Baulichkeiten, Einrichtungen, Geräte und sonstigen Gegenstände der Allgemeinen Liebhoff in Verbindung mit § 19 Absatz 1 und 2 VRV 2015 beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Straßenbezeichnung. Da bedanke ich mich schon im Vorfeld beim Bauausschuss und vor allem beim Herrn Sondl für die Namensfindung und komme zum Punkt A, das ist das kurze Stück unten neu unterhalb von der Firma Gadi. Da war der Antrag des noch von Josef, das noch Gadi zu benennen, nach Rücksprache mit den Betreibern war nicht gewünscht, das quasi mit Vorname zu versehen. Und es gibt auch einige Vorschriften, wie das zu benennen ist von der Namensführung. Und deswegen haben wir uns dann auf Gadi Straße geeinigt. Gibt es dazu Anmerkungen und Fragen? Ist nicht der Fall, dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die neue Straßenbezeichnung Gadi Straße für den gemäß vorliegenden Lageplan ersichtlichen Straßenabschnitt beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte Zeit für Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Und B. Die Bezeichnung der neuen Straße ab der Kreuzung Hans-Dahlhammer Straße bis Engelstraße. Da hat es Diskussionen gegeben. Der Wunsch der GKB war, glaube ich, untere Bahnhofstraße. Richtigerweise haben wir keine obere Bahnhofstraße, deswegen können wir auch eine untere Bahnhofstraße sagen. Und da der zu verlustig gewordene durch Auflassung der Eisenbahnkreuzung oberhalb des Bahnhofs Bahnweg jetzt nicht mehr da ist, war eben auch der Wunsch dessen nach Bahnweg zu benennen und es hat im Bauausschuss keine Gegenstimme gegeben. Deswegen ist der Vorschlag, diesen Streckenabschnitt des Bahnwegs, das ist der neue von der Volksbank über den Waldplatz bis zur Hans-Dahlhammer-Straße, über den wir gerade vorher als Ausweichroute gesprochen haben, so zu benennen. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Gibt es Rücksprache mit dem anderen Grundstückseigentümer am Damm? Ist da was gesprochen worden? Noch nicht, nein. Wir haben ja gesagt, wir lassen es. Ja, wird dann die Dampfstraße abgelassen? Also gibt es dann die Dampfstraße nicht mehr? Die Dampfstraße gibt es nicht mehr. Es gibt eine Hausbezeichnung, die Dampfstraße ist. Das ist quasi die hintere Straßenhälfte. Und dadurch, dass das aber mit Kosten für denjenigen verbunden ist, und wir gesagt, das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, im Bauschutz, haben wir gesagt, im Anschluss oder im Vorstand, wir werden im Anschluss denjenigen freistellen, ob er quasi wechseln möchte, auch zu Bahnweg oder ob er diese einzige Hausnummer auf diesem Weg bleiben will oder ihm gibt es ja auch noch die Möglichkeit Lusengasse. Aber diese Gespräche haben wir nicht schon gefunden aufgrund der zeitlichen Nähe. Und wenn man die Straße tut auch die Dampfstraße nennen, dann kann er bleiben als Dampfstraße. Sie haben nochmal keine Verbindung zur PKB, also zur Bahn, von der Namensbezeichnung her. Das haben wir beim Bauausschuss eigentlich durchgeführt. Ja. Ja. Also wird die Dampfstraße gelöst? Nein, die Dampfstraße bleibt dabei in diesem einen Haus erhalten. Und wenn derjenige es wünscht, dann können wir sie dann irgendwann auflösen und ihm umbenennen. Und ob er dann Lusengasse oder Bahnweg haben möchte, das klären wir noch. Der hat sich ziemlich lange gesprochen. Die haben natürlich das Reihe ausfallen können. Ja, da muss es trotzdem. Wenn du Ansatz hast, dann Bahnstraße und überall sonst. Ja. Ich stelle den Antrag, dass der Gemeinderat möge die neue Straßenbezeichnung Bahnweg für die gemäß vorliegenden Lageplan ersichtlichen Straßenabschnitte beschließen. Die bisherige Bezeichnung für den historischen Bahnweg, der ist in der Natur nicht bewohnt, wird gleichzeitig aufgehoben. Wer damit einverstanden ist, bitte um eine Zeit zuzustimmen. Gegenstimmen,
Enthaltungen. Danke, ist auch einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Entschuldige, Stefan, ich hätte nur eine kleine Anmerkung dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das im Vorfeld klären müssen oder ob wir das im Bauausschuss machen können. Sinnvoll wäre ja, dass der Bahnweg in Verbindung oder in der Überleitung in die Einöldstraße hin zur Fahrker Bundesstraße als Vorrangstraße geführt wird, sprich die Einöldstraßen bis zur Kreuzung mit dem Bahnweg mit einem Nachrangzeichen versehen wird. Was soll das nochmal? Ein Vorrang geben auf der Einöldstraße Richtung Parker Bundesstraße in Kreuzung. Du meinst von ja, da kommend? Ja. Da kommend ein Vorrang geben. Nein, nicht da geben, sondern von der Einöldstraße. Genau. Ja, von der Einwärtsstraße her, ja, passt, ja. Und dann Nachrang geht über den neuen Bahnweg. Das werden wir im Protokoll vermerken und das Bauamt wird schauen, ob wir diese Genehmigung bekommen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch überlegen, ob es nicht wirklich sinnvoll wäre, ne, die Hans-Dahlhammer Straße ab Bahnweg Richtung, also Richtung.